Und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen dann einfach mal zu Leonardo da Vinci. Was sind das eigentlich hier für Frauen? Und warum haben die eine Blüte über dem Kopf? Das müssen wir nochmal irgendwann in Erfahrung bringen. Wir müssen erstmal Leonardo finden, wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Wahrscheinlich bei sich zu Hause. Erst einmal zur Erklärung. Ich habe jetzt circa eine, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden damit zugebracht, dieses Spiel noch einmal neu zu spielen. Ich musste es komplett neu installieren, leider haben die Speicherstände nicht übereingestimmt und alles, was ich im ersten gemacht habe, wurde dem zweiten angerechnet, aber nicht gespeichert. Komisch, oder? 8 Stunden wurde dann dem zweiten Speicherstand gutgeschrieben, die wir angeblich gespielt haben sollen, aber er war immer noch am Anfang, irgendwo bei der Prügelei mit dem Stein. Was soll's? Müssen wir durch. Ah, da vorne sind schon wieder Wachen. Da sollten wir am besten irgendwie dran vorbei. Gehen wir hier hoch. Am Gebäude entlang. Auf dass sie uns nicht sehen. Wer bist du denn? Oh Gott. Jetzt müssen wir aufpassen, dass der uns nicht kriegt hier. Naja, runter aber schnell. Wir sind schon unterwegs. Wir sind so gut wie weg. Wo ist der Leo? Leo, Leo, Leo. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir in die Kommentare, was diese Huren für ein Zeichen über dem Kopf haben. Das würde ich gerne in Erfahrung bringen. Übrigens habe ich heute speziellen Besuch, also wir haben ganz viele Leute bei uns im TS, die gerade zuhören, finde ich toll. Wenn auch ihr an einer solchen Live-Veranstaltung teilnehmen wollt, schreibt mir eine Nachricht und wir gucken einfach mal, dass wir das irgendwie in die Wege leiten können. Eventuell bei ganz vielen Meldungen kann man ja mal sagen, man macht einen Livestream. Das macht auch Spaß. So, dann wollen wir mal gucken, was der gute Leo uns zu sagen hat. Das ist eine Blüte. Okay. Oh, Ezio Auditore! Ich hatte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Nach allem, was passiert ist. Aber meine Manieren. Sei willkommen. Nun, wie kann ich dir helfen? Ich hoffe, du kannst etwas für mich reparieren. Natürlich. Komm, hier entlang. Ach, che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Ich mache etwas Platz. Na gut, lass mal sehen. Faszinierend. Ich weiß nicht, Ezio. Trotz des Alters ist die Bauweise weit fortgeschritten. Ich habe noch nie etwas dergleichen gesehen. Leider werde ich ohne die Originalpläne nicht viel tun können. Mi dispiace. Moment, Moment, Moment! Was hast du denn? Der Inhalt dieser Seite ist verschlüsselt. Aber wenn meine Theorie stimmt, nach diesen Zeichnungen, könnte es sein... Könnte es was sein? Bitte, setz dich. Leonardo, Bemerkenswert. Stellen wir diese Lettern um und wählen dann jeden dritten? Bitte, es ist fertig. Was ist fertig? Die Klinge. Ich konnte dein Pergament entschlüsseln. Es zeigt genau, was zu tun ist. Jetzt müssen wir nur noch deinen Ringfinger amputieren. Wirklich? Tut mir leid. Aber so muss es getan werden. Die Klinge wurde entworfen, die Hingabe ihres Trägers zu garantieren. Gut. Dann mach schnell. Ha, ich hab nur Spaß gemacht, Ezio. Auch wenn die Klinge einst ein Opfer verlangte, wurde sie modifiziert. Du kannst deinen Finger behalten. Mensch, Mensch, Mensch. Eine versteckte Klinge mal ganz anders. Das ist ja sehr cool. Dann mach mal hin, jetzt hat er leichte Ladehemmungen hier. Ach so,
Soll ich sie rausholen, oder wie? Unglaublich. Tatsache. Das ist es. Sag mir, hast du noch andere Seiten wie diese? Leider nur diese eine. Hör zu, wenn du je wieder so eine finden solltest, bitte bring sie mir. Du hast mein Wort. Und danke, dass du es repariert hast. Im Namen der florentinischen Wache, öffnet diese Tür! Ein Moment! Warte hier. Seid ihr Leonardo da Vinci? Si. Wie kann ich euch helfen? Beantwortet mir doch ein paar Fragen. Natürlich. Wo liegt denn wohl das Problem? Ein Zeuge behauptet, er hätte euch mit einem Feind der Stadt verkehren sehen. Was? Ich? Verkehren? Unerhört! Wann habt ihr zuletzt Ezio Auditore gesehen oder gesprochen? Wen? Verkauft mich doch nicht für dumm! Wir wissen, ihr standet der Familie nahe. Vielleicht hilft das eurem Hirn auf die Sprünge. Redest du jetzt? Was ist nun? Okay, wir sollten ihn mal retten. Wir haben ihn gerettet. Und jetzt? Steh auf, mein Freund. Wir müssen weiter. Grazie, Ezio. Es tut mir so leid. Ich bin schon an diese Behandlung gewöhnt. Wohin mit der Leiche? Bring sie rein und leg sie zu den anderen. Andere? Die Stadt gibt sie mir. Zur Forschung. Okay. Wie können wir denn Leichen tragen? Leiche aufheben, schnell gehen. Ja, okay. Wir heben die Leiche mal auf. Ja, so. Ah, so geht das. Dann komm mal mit. Wir sollten nicht unbedingt auf den Marktplatz gehen. Wie kommen wir denn hier rein? Wo ist denn die Tür hin? War hier nicht eine Tür? Ah, hier ist die Tür. Okay, dann legen wir ihn mal ab. Da vorne sollen wir ihn hinlegen, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Leiche ablegen. Na, als wäre gar nichts passiert. Hab Dank, Leonardo. Für alles. Jederzeit. Und denk daran, findest du mehr dieser Seiten, bring sie zu mir. Wenn sie neue Zeichnungen enthalten, kann ich auch deine Klinge verbessern. Natürlich. Aber jetzt sollte ich wirklich zu Paola zurück. Sende ihr meine Grüße. Wer bitte ist Paola? Ist das die Freundin bzw. die Schwester von unserer Magd? Ich glaube ja. Einmal kurz hier hoch. Hier sehe ich nämlich schon einen Aussichtspunkt. Ja, nochmal zurück zu der Sache, dass alle Dateien verschwunden sind und ich alles nochmal machen musste. Dadurch sind natürlich auch alle Quests, die wir bis dahin erledigt haben, nicht mehr da gewesen. Zumindest die Sidequests nicht, die wichtigen natürlich. Und auch die Aussichtspunkte haben sich leider erledigt. Aber da haben wir wieder einen, den werden wir uns auch gleich mal schnappen. Na, komm, 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 hoch hier. Macht er nicht. Will er nicht. Und dann gehen wir halt von der anderen Seite. Gar kein Problem. Ab nach oben. Hier sind zum Glück keine Wachen unterwegs, die uns irgendwie wieder runterschießen wollen. Und schon haben wir das nächste Gebiet erkundet. Der gute Leonardo da Vinci. Mittlerweile einer unserer Freunde. Entwirft uns also völlig neue Waffen, beziehungsweise Waffen, die es vorher schon gab, werden so ummodifiziert, dass man dafür nichts mehr großartig an Opfern in Kauf nehmen muss. Sehr nett von ihm. Kommt mir vor, als wären wir hier jetzt Batman und Robin. Gemeinsam auf der Jagd nach dem bösen Clown-Gesicht. Wie auch immer der heißt. Dann wollen wir mal. Da vorne haben wir wieder einen Auftrag. Egal, was das für ein Auftrag ist, er wird wichtig sein. Den machen wir auf jeden Fall. Aber wie kommen wir da am besten hin? Ich möchte jetzt ungern über den kompletten Platz laufen. Schön, dass wir zumindest eine Klinge haben, wenn wir schon unser Schwert nicht haben. Können wir so die Bogenschützen ausschalten, die sich hier an den Dächern rumtummeln.
Da vorne ist zum Beispiel schon mal einer. Hoffentlich sieht er uns nicht. Der kommt so bedenklich nahe mal eben rüber. Wir gehen hinten rum. Was soll's, wir wollen uns beeilen, wir wollen den nächsten Auftrag haben und wir wollen langsam mal herausfinden, warum unsere Leute einfach so sterben mussten. Wer bitte seid ihr? Diebe. Okay, was für Diebe? Na gut. Wie, ich habe ihnen jetzt Geld gegeben und das war's. 150 Florin für nichts und wieder nichts. Ach, die kommen mit. Ach, das sind so eine richtigen Prügelknaben. Haha, sehr geil, wirklich. Na dann, kommt mal mit runter. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Wollen wir mal schauen. Da vorne sind schon mal böse Wachen. Eventuell machen sie die Wachen fertig. Moment mal. Da. Kommt mir vor wie in Russland hier. Da vorne sind noch mehr Wachen. Leute, ich brauche euch, meine Prügelknaben. Aber schön, die kümmern sich drum. Dann laufe ich schon mal weiter. Ich weiß nicht, man sollte das vielleicht in anderen Situationen nutzen, aber nicht in so einer. Hier und dann entweder hier oben rechts oder links. Da. Gehen wir mal rein. Ihr wart ja ganz schön lange fort. Leonardo redet gerne. Das stimmt wohl. Aber sicher habt ihr nicht nur geredet. Nein, nicht wirklich. Ich gab euch die Fertigkeit. Leonardo gab euch die Klinge. Nun fehlt nur noch die Tat. Wo kann ich Uberto finden? Mein Mädchen nach ist er heute bei der Enthüllung von Verrocchios neuestem Werk anwesend. Sie findet im Kloster Santa Croce statt. Achtet so lange für mich auf meine Mutter und Schwester. Natürlich, Ezio. Als wären sie meine Familie. Gut, sie scheint unsere Informantin zu sein. Eine Kunstausstellung in der Santa Croce besuchen, Uberto finden und Rache nehmen. Das kriegen wir hin. Das haben wir schon so oft gemacht. Und das werden wir wieder tun. Erst einmal müssen wir hier hoch, irgendwie. Denn dort oben ist noch ein Aussichtspunkt, den will ich auf jeden Fall wieder freischalten. Schön vorsichtig, da sind die Wachen. Einmal nach oben, ja, so klappt das, ausgezeichnet. Und dann kommen wir auch irgendwie dort hinten hin. Wo ist hier etwas zum Hochlaufen? Hier. Sehr schön. Ja, einer meiner TS-Member hat mir auf jeden Fall gesagt, dass wir unseren Umhang noch färben sollten. In ein wunderschönes Rot zum Beispiel. Vielleicht auch dunkler. Mal sehen, was alles zur Verfügung steht. Der nächste Aussichtspunkt ist auf jeden Fall freigeschaltet. Und damit auch jede Menge Sidequests. Und natürlich andere Dinge, die vielleicht in diesem Umfeld noch wichtig sind. Gucken wir mal auf die Karte. So viel haben wir bisher entdeckt. Wir sind ziemlich weit weg von dem eigentlichen Punkt, wo wir gestartet haben. Hier ist unser Zuhause. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Den könnten wir auch noch besuchen. Aber ich glaube, das ist diese olle Kapelle, die ich sowieso nicht leiden kann. Wir gehen erstmal zu dem Zielort. Was war das nochmal? Ein Bankett? Ah, keine Ahnung. Einfach mal runter hier. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig jetzt beim Runterfallen. Altair hatte nicht ganz so große Probleme wie der gute Ezio hier. Denn der Fall ist ziemlich tief. Da ist der böse Bogenschütze. Dem sollten wir ausweichen. Lieber hier rüber. Haben wir da vorne auch einen? Nee. Dann einmal hier hin. Komm hoch. Und darüber. Denn oben links. Ja, hier kommt man wieder so schlecht lang, das ist furchtbar. Eine verwinkelte Stadt, sage ich euch. Das war in Akkon und Damaskus auf jeden Fall angenehmer. Das war alles schön, gerader Bau.
Immer schön parallel zueinander die ganzen Straßen. Hier ist alles rund und hast du nicht gesehen. Oh, wen haben wir denn hier? Jetzt niemanden mehr. Juhu. Halt, wir können doch bestimmt was mit ihm machen. Na, meine ich doch, Geld. Toll, 4 Florin. Mehr hast du nicht dabei während deines Einsatzes. Das ist ja lächerlich.